Das passiert, wenn Sie auf eine Phishing-Mail mit einem QR-Code klicken. Es wird ein Webbrowser gestartet, der nach einem Check so aussieht, als wäre es die Microsoft-Anmeldeseite. Der Benutzername wird sogar vorausgefüllt und dann wartet er auf die Kennworteingabe. Bitte hier nie Ihr Kennwort eingeben, am besten gar nicht den QR-Code klicken.